Und weiter geht's. Wir müssen direkt draufspringen. Wow. So, die Frames müssen sich erstmal einkriegen. Und dann geht's ja auch schon weiter bei The Ball. So. Feuer. Und ein Geheimnis. Alles Köpfe. Geheimnis 2. Xenteotl. Die Verwaltung der verpflichteten Ländereien führten zu einer Vielzahl neuer Gesetze. Jeder geringere Stamm muss den Tepetl eine Abgabe entrichten. Um die... Oh Mann, das bringt mich immer so aus dem Konzept. Wenn ich irgendetwas falsch vorlese oder so. Dummes Kopfgewirr. Jeder geringere Stamm muss dem Tepetl eine Abgabe entrichten, um die Grenzen von der Besatzung zu befreien. All jene, die unter dem Feuerbanner stehen, müssen Rohstoffe und junge Männer bereitstellen, um die Feldzüge zu unterstützen. Jeden Neumond werden neue Milizen eingezogen. Die Hand, die sich widersetzt, wird abgetrennt. Manche haben zwar nichts dagegen, wenn man irgendetwas falsch vorliest oder so, aber das stört mich selbst dann auch schon, wenn, also vor allem, wenn ich es merke. Naja, und... Ohne Ball? Das geht doch bestimmt kaputt. Doch nicht. Geht vielleicht nur mit Ball kaputt und... Ich weiß es nicht. Oder ist es einfach nur eine Wand? Egal. Wieso geht's hier dann weiter? Nee. Hop. 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 Hop, dop. Jump, dop. Jump. Hop. Dop. Hop. Aber dort hinten ist auch noch eins. Das würde ich gerne mir noch holen, weil das sehe ich ja zumindest schon mal. Hui! Kein Falling Damage. Ach so, das will er jetzt nicht. Schade. So. So, und dann versuchen wir mal, das Geheimnis da oben auch abzugreifen. Und du bleibst hier, Ball. Da kann ich ja dann nur alleine wieder hin. Dann muss ich hier hoch. Ach, hä? Nee, das war nur die Lampe, oder was? Tatsache, das war nur die beschissene Lampe. Na, okay. Schade. Ist total verwirrend. Nein! Ah! Durchhämmern! Portal Gun für Arme. Hii. Naja, weiter geht's letztendlich. Und. Yay! Wie viel Geschwindigkeit man dem Ball geben kann. Einfach. Herrlich. Und ich mach auch alles wieder kaputt. Na gut, kommt halt her. Dann machen wir es so, wenn ihr euch nicht überrollen lassen wollt. Was das? Ich habe keine Lust auf solche Viecher. Alles kaputt gemacht. Dort kommen wir auch nicht durch. Schade. Aber dem ist dann nun mal so. So, was haben wir hier? Haufenweise Gold. Oh mein Gott. Auf der anderen Seite haben wir auch Münzen über Münzen. Und ganz viele komische Fliegen. Die sich an dem Gold laben. Warum auch immer. Yeah, da haben wir wieder einen Doppelschalter, den wir sofort aktiviert haben. Einfach, weil mein Ball mich so gern hat. Hallo Ball. Ich mag dich. Ball. Hi, Ball.
Seht ihr, da haben wir uns auch schon wieder geheilt. Ist doch schön. Gehen wir hier mal wieder alleine lang. Da passt der Ball ja nicht durch. Später wird es wahrscheinlich bestimmt Stellen geben, wo ich alleine hin muss. Und wo der Ball mir nicht folgen kann und wo auch trotzdem Gegner sind. Yeah. Ein weiterer Kopf. Patekartel. Geheimnis 3 von 6. Wir sind wieder bei 50% der Geheimnisse. Aha. Ich hoffe aber, diesmal wird es ein bisschen mehr. Alle sehen sie Erleuchtung, wo es doch bloß Wachstum gibt. Alle sehen sie das Göttliche und doch sind es bloß Erfindungen. Ihr Herrscher hat sich zu einem menschlichen Gott ernannt, einem Sohn des Quetzalcoatl. Aha, ja, den Namen habe ich schnell aufgelesen, ne? Ah, ja, das war auch Teil meines damaligen Aztekenreferats. Jeden Tag erlernen sie etwas Neues und unser Land wird das ihre. Sie nehmen nur und geben niemals zurück. Wir sind Sklaven. Unsere Rücken beugen sich unter ihrem Befehl. Ihr Herrscher hat sich zu einem menschlichen Gott ernannt, einem Sohn des Quetzalcoatl. Ja, dazu muss man die Vorgeschichte kennen, unter anderem der Azteken und der Konquistadoren aus Spanien unter Hernán Cortés. Die haben nämlich die Azteken so gesehen ausgerottet. Weil die Azteken glaubten an Quetzalcoatl, das war die gefiederte Schlange. Und sie haben die Rückkehr der gefiederten Schlange erwartet. Und als dann die spanischen Eroberer unter Hernán Cortés kamen, war der Hernán Cortés etwas bärtig. Und es wirkte auf die Azteken, als käme er von einer gefiederten Schlange, so in etwa, nämlich das Schiff. Und die dachten dann auch, dass es mit der Prophezeiung übereinstimmt, dass der Quetzalcoatl sich auf ihre Erde niederlässt in Form eines bärtigen Mannes. Naja, und dadurch haben die Azteken erstmal gedacht, ja, geile Scheiße, unsere Götter sind endlich nach Hause gekommen, die sind hier bei uns, yeah, mega geil, und haben dann erstmal eine dicke Party für die geschmissen, ne? Haben denen erstmal allen möglichen Scheiß gegeben, natürlich auch Gold und Essen und alles, was sie haben wollten. Und dann haben die Spanier das natürlich ausgenutzt, wie, hey! Ausgenutzt wie Hund. Na, ah! Rage Face. Na, na, na. Ah, da können wir nichts machen. Das ist schade oder scheiße. Das ist der gleiche Weg, nur anders. Und da müssen wir rüberspringen. Yeah. Was haben wir jetzt gemacht? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Diese Spikes sind doch ein bisschen böse. Kommen wir hier hin? Bringt nichts. Ab wieder zurück. Ah! Komm mit, komm mit, komm mit! Ich brauch dich! So. Jetzt wollte ich erstmal hier hinten noch schauen. Tut mir leid wegen dem Backtracking. Ich weiß jetzt auch selber gar nicht, ob das nötig ist. Aber ich habe das Gefühl, hier ging es ja nach vorne rein, ne? Oder doch nicht? Gut, wir sind doch auf dem richtigen Weg. Ich wollte nur nicht eine Möglichkeit entlassen, dass mir ein Geheimnis durch die Finger rinnt. Ach je. Und bam. Jetzt muss ich die Kugel auch mitnehmen, ne? Doch. Und wird gerade nicht angezogen. Ha, das ist gut. Sehr schön. Dann sind wir hier. Komm mal her, du. Mach nicht immer alles kaputt, Baum. Das ist nicht schön. Da sind sich alle nur noch am Beschweren. Warum du alles kaputt machst.
mein Gott. Ich frage mich, storytechnisch, wie viele andere Personen bereits hier drin waren. Nachdem die Tolteken oder Azteken ausgerottet wurden. Checkpoint wird gespeichert. Wunderbar. Get on the ball. Ah, ja. Kaputt. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder so viele Geheimnisse verpassen. Aber egal. Dann werde ich nachher halt noch Videos machen. Oh, ganz viel Lava. Ich meine Güte, wo sind wir denn da eigentlich? Wir sind in Mexiko. Oh oh. Wir haben Freunde. T-Bag. Sind die... Ach so, sind doch verschwunden. Gut. Ich sag ja nichts mehr. La, 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 la. Wo geht's denn hier lang? Ah. Ach, da ist auf der anderen Seite was aufgegangen. Sehr schön. Komm ich hier mit dem Ball durch? Nein. Ah. Die Lore wird mit dem Ball betrieben. Und ich muss gähnen. Bam. Nun gut, Ball, komm her. Du kennst den Weg doch bestimmt. Oder auch nicht. Ist eigentlich eine recht schöne und harmonische Atmosphäre und hier ist eigentlich alles auch ganz ruhig. Lässt man erstmal außen vor, dass hier irgendwelche Tolteken oder Azteken Zombies rumlaufen. Yeah, geil. Jetzt sehen wir alles, was wir verpassen. Nee, mal schauen. Hier ist ja haufenweise Lava, das muss doch extremst heiß sein. Wie kann diese Konstruktion aus Holz eigentlich das aushalten? Das ist eigentlich doch nicht möglich, oder? Yeah. Übrigens, ich kann das Teil gerade nicht steuern, was uns eventuell noch zum Verhängnis werden kann. Oder nicht, ist ja alles geskriptet. Yeah. Das ist schon toll gemacht. Außer umgucken kann ich jetzt nicht viel. Ach, wieso nicht mal ein heißes Bad nehmen? Und natürlich noch mit der entsprechenden Begleitung wird es noch wärmer. Darauf einen Schluck. Muss ich hier eigentlich selbstständig auch wieder aussteigen oder was? Das ist ja schon eine lange Fahrt. Hört sich an, als wenn irgendetwas zu Bruch geht. Ach nö, du. Nicht ihr schon wieder. Wieso sind da so viele? So, und... du siehst ja toll aus. Du sahst ja toll aus. Noch einer. Ich hoffe mal, dass dort hinten kein Geheimnis ist. Zumindest habe ich keins gesehen. Und so weit jetzt noch zurückzulaufen, ich glaube, nein. Dort müssen wir weiter und hier geht es